So, Multipliziden. Bei Multipliziden ist es sehr wichtig, immer als zweistellige Nummer denken. So, und von oben nach unten rechnen. Also 2 mal 34 geht so. Zuerst 2 mal 3, danach 2 mal 4. Und hier, weil hier erste Stelle, dann einer, dann geben wir von einer ein. Und hier zwei Stelle, dann benutzen wir bis hier. Also hier geben wir die Lösung. So. 2 mal 3 ist 6, aber wir denken immer 0, 6 denken. So, 2 mal 3 von einer anfangen, 0, 6. Dann 2 mal 4. 2 mal 4 ist 0, 8. So, ein Stück rechts, 0, 6. So, von hier 0, 6. So. Die Zone. Ein Stelle, zwei Stellen. Das Ergebnis ist hier. 6, 8. Also 68. 68. So, nochmal ein Beispiel. 5, 7, 8. So. Von einer anfangen und hier brauchen wir zwei Stellen. Also hier geben wir die Lösung ein. 5 mal 6. Einmal 5 mal 6 ist 35. 5 mal 8 ist 40. 4, 0. Also, ich habe so eingegeben. Mache ich nochmal. 5 mal 7 ist 3, 5. Danach 5 mal 8, 40, 4, 0. So. Und was wichtig ist, es ist nicht 39. 39, sondern bis hier. 390, 390. Hier gibt es ein 0. So, zwei Stelle, zwei Stelle. So, dann benutzen wir hier und hier. Und so, zwei, zwei Stelle, zwei Stelle. Sie können die Lösung hier finden. Von hier bis hier. Von 10er bis hier. Und dann 1 mal 2 ist 0,2. Von hier anfangen 0,2. 1 mal 5 ist 0,5. Von hier 0,5. 0,2, 0,5. 0,2, 0,5. So dann 8 ist 1er. Dann fangen wir von einer. 8 mal 2 ist 15, 16. 16 ist 1, 6, 1 und 6 plus 6 ist minus 4 plus 10. Dann 8 mal 5 ist 14. So hier 4, 0. So 4, 0. So, das wär's. So, 450, 450.